Ben Schenderle her, wer kennt das Lied hier? Ja, okay. Landet, wieder landet, hört die hohe Jürke der Du. Landet, wieder landet, hört die hohe Jürke der Du. Kale, was du Kale, wie will du springen first? Kale, was du Kale, will at du springer først. Figis, elendig figis, med omvendag og hem. Figis, elendig figis, med omvendag og hem. Jesus, du må kynne korset, det finnes fristig for varje. Ja, na ja, fråga de Gud, vad ska jag predika idag? Så kom jag plötsligt ihåg vårt uppdrag att inta landet. Als ich heute im Gebet war und Gott gefragt habe, was soll ich denn heute predigen? Da hat mich Gott daran erinnert, auf unseren Auftrag, das Land einzunehmen. Josua, första kapitlet, ser vi några saker som är jätteviktiga för vårt personliga liv med Gud, men också för vårt uppdrag. Wenn wir das Josua-Buch aufschlagen, erstes Kapitel, da finden wir Dinge, die sehr wichtig sind für unser persönliches Leben, aber auch für unseren Auftrag. Det börjar ganska intressant. Das fängt ganz schön interessant an. När Herrens tjänare Mose var död. Als der Diener Gottes Mose tot war. Der Herr börjar med Mose död. Also das hier beginnt mit dem Tod von Mose. Vi vet att Mose var en av de viktigaste personer som har levt. Wir wissen, dass Mose einer der wichtigsten Menschen überhaupt waren, die gelebt haben. Men också han hade bara en viss tid, aber auch er hatte nur eine gewisse Zeit. Och Josua, han hade ett privileg att tjäna Mose. Josua hatte dieses Privileg, Mose zu dienen. Han har lärt sein mycket von Mose. Er hat sich sehr viel von Mose abgucken können. Mose, han war jo, han hatte sin uppväxt i palast. Der Mose ist ein Palast aufgewachsen. Han fick bästa undervisning. Mose war ja höchst ausgebildet. Han hatte upplevt Gud i många år. Er hatte Gott in vielen Jahren erlebt. So Josua har lärt sein mycket der. Josua konnte sehr viel lernen. Men då var det en tid att Mose
klug, aber dann kam die Zeit, dass Mose starb. Og Gud sa, min tjenere Mose død, bryt nu opp og gå over Jordan, du og hele folket, inn i det land som jeg skal gi åt Israels barn. Varje plats der ni sätter er fot har jag gett er, som jag lovade Mose. Gott sagte dann zu Josua, der Mose ist tot, deswegen brecht nun auf mit dem Land, geht über den Jordan, nimmt das Land ein. Auf jeden Platz, wo ihr euren Fuß setzt, das will ich euch geben, wie ich es Mose verheißen habe. Wie kann se at Mose er död, men Gud og hans løfter, de lever. Wir können hier sehen, Mose starb zwar, aber Gott und seine Verheißungen lebten weiter. Hela projektet dug inte med Mose. Das ganze Projekt starb nicht mit Mose. Gud sa inte, Mose er död, nu gå tilbake til Egypt. Gott sagte nicht, Mose ist tot, jetzt geht zurück nach Ägypten. Nein, Gud lever og hans løfter lever. Gott lebt und seine Verheißungen leben. Tredje Punkt. Vi måste inta Guds perspektiv. Der dritte Punkt hier, der mir wichtig ist, wir müssen Gottes Perspektive einnehmen. Gud sa inte, nu ska ni dra opp og kjempa og der uvis hur alte herr sluter. Gott sagte nicht, zieht jetzt hinauf ins Land und kämpft und es ist ungewiss, wie das Ganze ausgehen wird. Nein, han sa, war ja Platz, der ni sette er fut, har ja jet er, som ja lova de Mose. Nein, Gott sagt, jeden Platz, den ihr betretet, habe ich euch gegeben. Der er inte framtid, der er fortid oder er presens. Das ist keine Zukunft und ungewiss, sondern das ist Vergangenheitsform und Präsenz. Gud har redan en plan. Gott hat bereits einen Plan. Og Gud vet at han nå sitt plan. Und Gott weiß, dass er seinen Plan erreicht. Det enda han behøver, det at folk liter på Gud og gå i lydnad. Das Einzige, was Gott braucht, das ist, dass Menschen darauf vertrauen und im Gehorsam vorangehen. Det var jo precis problemet första generation hatte. Das war ja genau das Problem, das die erste Generation hatte. De hade upplevt Gud, men de tvivlade om och om igen, blev rebellisk och olydig. Die zweifelten immer wieder, wurden immer wieder rebellisch und ungehorsam. Und det var jo därför de dog i öken. Und genau deshalb starben sie in der Wüste. Du musst die inta Guds perspektiv. Wir müssen Gottes Perspektive annehmen. Mose er död. Mose ist tot. Men Gud og hans løfter står kvar. Aber Gott und seine Verheißung stehen fest. Derfor gå i tro. Deswegen geh im Glauben. Se, Gud säger då många gånger i vers 5, i vers 7, i vers 9: var stark och frimodig. Var bara stark och mycket frimodig. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Gott sagt hier immer wieder, sei stark und mutig, sei stark und freimutig. Am Schluss sogar, habe ich dir nicht befohlen, stark und freimutig zu sein. Det er jo frågan, kan man befala en person, du ska vara stark? Kann man einer Person befehlen, stark zu sein? Jag menar, jag var tränare i en gym. Jag kan inte tänka mig att säga till några människor, du ska vara stark, och så fungerar det. Ich habe früher als Trainer gearbeitet im Fitnessstudio. Ich konnte nicht den Leuten sagen, einfach ich sei stark und dann war er stark. Men det finns en förutsättning her, aber hier gibt es eine Voraussetzung.
Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Moses, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Wisst ihr, für diese Kraft gibt es eine Voraussetzung. Gott sagt, niemand wird dir widerstehen können alle deine Lebenstage. So wie ich mit Mose war, so werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht verlassen. So, det finns en grund för vår starkhet och vår frimodighet. Es gibt ja einen Grund für unsere Kraft und für unseren Freimut. Der Güts Närvaro, das ist Gottes Gegenwart. Der Güts Löfte, att han är mitt ibland oss och att han inte överger oss. Das ist Gottes Zusage, dass er unter uns ist und uns nicht verlässt. Güts säger inte, jag ska gå före dig och vänta på dig där i målet. Gott sagt nicht zu uns, ich gehe voraus und warte auf euch im Ziel. Nein, Gud säger, jag är med dig alla livsdagar. Gott sagt, ich bin bei euch alle Tage. Der därför, det finns ingen grund för oss till att tvivla eller till att backa. Und deswegen gibt es keinen Grund zu zweifeln oder zurückzuweichen. Wie go i säger, wir gehen im Segen und wir gehen im Sieg. Tänk, när de började att inta landet, als die anfingen das Land einzunehmen. Om och om igen sa Gud samma sak. Immer wieder sagte Gott das Gleiche. Gå till Jeriko, jag har gett dig staden. Geh nach Jericho, ich hab dir diese Stadt gegeben. Det var aldrig så att Gud sa, naja, vi vet inte hur det slutar. Kanske vi tapar. Gott sagte nie, ja, wir wissen nicht, wie es ausgeht, vielleicht verlieren wir auch. Nein, wie go i säger, när vi go i lydnad. Wir werden im Sieg vorangehen, wenn wir im Gehorsam vorangehen. Wenn ni vet också att det blev nederlag. Wir wissen aber auch, dass es Niederlagen gab. Jo, men det hade alltid en grund. Das hatte jedes Mal einen Grund. Na, de blev olydig, als die ungehorsam wurden. Därför war stark och frimodig, sei stark und freimütig. Gud är med oss. Se, det finns en nästa punkt som jag tycker är väldigt viktig här. Es gibt einen nächsten Punkt, der hier sehr wichtig ist. I vers 7, då ser vi vad det betyder att vara stark. In Vers 7 sehen wir auch, was es bedeutet, stark zu sein. Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den, vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Har jag inte befallat dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart än du går. Här ser vi att det börjar med var stark, det slutar med var stark, var inte rädd. Och mitten är det att vi ska följa Guds ord. Det står, sei nur stark, sei freimütig und halte fest und folge der Unterweisung, die du durch Mose bekommen hast. Weiche nicht nach rechts oder nach links, so wirst du Framgång, so wirst du Fortschritt haben, so wirst du Erfolg haben, wohin du auch immer gehst. Lass dieses Gesetzbuch nicht von deinem Mund getrennt sein. Denk Nacht und Tag daran, halt fest an dem, was geschrieben steht. So wird es dir gelingen auf deinem Weg und du wirst Erfolg haben. Habe ich dir nicht befohlen, dass du stark und freimutig sein sollst?
Hab keine Angst, weil der Herr, dein Gott, mit dir ist, wo immer du auch hingehst. Ihr seht, dieser Abschnitt fängt an mit sei stark, er schließt damit sei stark, aber in der Mitte ist halte an Gottes Wort fest. Sen sevien poeng zum Erwälde wichtig. Folket Reaktion. Oder wichtig für uns da, die Vers 10. Josua befahl de Volkets Firmen und sagte, go jenom lägret und seitel Volket, jör i ordning fertkost od er. Für um 3 Tages kann ich go över Jordan fert komma in, i o inta de land som Herrn ergüt ha jet er till besittning. Se, Volket, de lyssnade på Josua. Das Volk hörte die Worte von Josua, das sagte, macht euch fertig, in 3 Tagen werden wir hinaufziehen und das Land einnehmen. Und er wäre wichtig, Josua zum Ledere, han tvivlade inte, han gick rak på sak. Als Leiter zweifelte Josua nicht, sondern er ging zur Sache. Han sa inte nu kan vi diskutera, när ska vi bryta upp. Er sagte nicht, wann sollen wir vielleicht über diskutieren, wann sollen wir aufbrechen. Nein, han sa i 3 Tage go vi o inta landet. Dann er sagte, Leute, macht euch fertig, macht eure Pausenbrote, in 3 Tagen geht's los. Und er wichtig für oss, at vi inte bara lever med tankar, med drömmar, men at vi go över till handling. Das ist wichtig für uns, dass wir nicht nur mit Gedanken, mit Träumen leben, sondern dass wir zur Handlung übergehen. At vi beslyter at följa Gud, och at vi gör det, dass wir uns entschließen, Gott zu folgen und das dann auch tun. Sista poäng, der letzte Punkt, i vers 16 och 17, det svarade Josua, allt som du har befallt oss ska vi göra. O wart du entsender os skabi go. Das Volk sagte, alles was du uns sagst, werden wir tun. Und wohin du uns auch sendest, werden wir gehen. Men det finns en förutsättning. So som vi lytt Mose i allt, ska vi också lyda dig. Må bara Herren din Gud vara med dig, so som han var med Mose. Sie sagte, wir werden in allem tun, was du uns sagst, wenn nur der Herr dein Gott mit uns ist. Ja, kära vänner, vi står framför en nästa steg. Wir stehen gemeinsam hier vor einem nächsten Schritt. Und der är ett steg i tron. Das ist ein Schritt im Glauben. Nu börjar sommaren. Der Sommer beginnt. Und vi har delat ut traktaten i hela omnejd här. Wir haben das Traktat in der ganzen Umgebung ausgeteilt. Vi har delat ut i Åsele, i Junsele, i Ramsele, Hoting, Strömsund, Dorotea upp till fjällene, Vilhelmina upp till fjällene, Sorsele har vi varit, alla vägar till Lycksele. Lycksele har vi inte börjat än. Och inte upp i Nor. Men imorgon ska vi köra ned mot Bräcke och dela ut hela omnejd där nere i 3 dagar. Och sedan ska vi upp till Nor, Sverige. Och vi ber att Gud öppnar dörren till Norge så att vi också kan kryssa gränsen och dela ut traktatet i Nor-Norge. Vi har bereits begonnen, das Traktat hier zu verteilen in der gesamten Region. Und wir brechen morgen auf Richtung Brecke und wollen dort die ganzen Orte machen. Und dann Brecke selber und auf dem Rückweg noch mehr Orte. Das heißt, 3 Tage werden wir unterwegs sein. Und dann werden wir uns Richtung Norden bewegen. Wie B, o planera just nu också Sommersemester. Wir beten und planen für die Sommerferien. Der Welt ist svårt att planera på grund av Corona. Das ist sehr schwer, wegen Corona zu planen. Men vårt missionsbusstournee sista år var ganska bra. Unsere busstournee letztes Jahr war sehr gut. Vi har delat ut många biblar och böcker. Vi har viele Bücher und Bibeln ausgeteilt.
Und wir denken, dass wir kann auch so hier ein Tournee nü i Ohren. Wir denken auch, dass wir dieses Jahr eine Bustournee fahren können. Planen eher, dass wir parkieren Bussen i Zentrum, so wie Jodes ist da auch. Plus, at wir gehen mit dem Missionsteam til hela Kommunen, til aller Briefloder, Postloder oder dela Utraktatet. Also wir wollen den Bus ins Zentrum der Kommune stellen, in alle Kommunen, und dann gleichzeitig auch die Traktate verteilen. So wie es gar interlandet, wir sollen das Land einnehmen. Und wir haben fort die Barkermeldinger von Männichow, so mehr well die Taxamo, besteller Böcker, besteller Bibler, haben börjet at se Filme ponettet, eller haben Frogor. Wir haben auch so haft Besuch von Ulika Männichow, so mehr kommit hit, von anderer Kommuner. So ni seht, at Volk söker gut, und de är tacksam für detan Traktat. Wir hatten hier Besuch von angesprochenen Menschen, Leute bestellen Bücher, haben Fragen, gehen ins Internet. Also ihr seht, die Leute haben Hunger. Ja, hoffe, es hat die B für det dann tiet, so dass wir kann dela üt oder die hela landet. Ich hoffe, ihr betet mit uns, so dass wir wirklich vorangehen können. Der Monga techniska Frogo, ökonomiska Frogo, es gibt viele technische Fragen, Geld spielt immer eine Rolle, Organisation, die Organisation. So, wie kann auch so B, wie vor Penger, so hat Glowatski kann, Varame, Podetan, Reza, kannst wir können dafür beten, dass auch Geld kommt, dass Glowatskis mit dabei sein können mit dieser, mit dem Bus. Der Monga frogat hätten. Es gibt viele Fragezeichen. Men tenk på detan lignelse Jesus hatte. Aber erinnert euch an dieses Gleichnis, das Jesus hatte. En såman gick ut. Ein Seemann ging aus. O hela Norrlandet. Er en åker. Das ganze Nordland ist ein Acker. O vi har lov at så ut ordet til alla dessa människor. Wir haben die Möglichkeit, Gottes Wort an alle diese Menschen auszustreuen. Und er wichtig hat wie B für dessa Männicho und wie B für Hela Aktion. Es ist wichtig, dass wir für diese Menschen beten und für diese Aktion. Kannst du wie kann Taos in Tiet, die Böllen, der wie er, die Samans, me, wot grüpp, der wie er, die Samans, kann wie kannst du B in 2 Minuten, für Osele, für Norrland, für Sverige, so wie Herr Schummet. Wir können ja beten für Osele, für das Lappland, für Schweden, wie wir das auch gesungen haben.